Die Füchse konnten am Sonntagabend die Gruppenphase des Europapokals erfolgreich abschließen mit einem 34:28 Sieg gegen den slowakischen Vizemeister HC Sporter Holovec. Blieben die Berliner im EHF Cup weiter ungeschlagen. In einem munteren Handballspiel vor 4.632 Zuschauern im Fuchsbau Max-Schmeling-Halle war die schwedische Flügelzange Fredrik Petersen mit 9 Treffern und Matthias Zachisson mit 5 Toren am erfolgreichsten für den Bundesligisten. In der Länderspielpause kämpfen die Füchse dann am 12. und 13. April in Hamburg um den ersten DHB-Pokaltitel der Vereinsgeschichte.